Das sind Nachrichten auf Tele Oberwallis vom Freitag, 9. Oktober. Und das hier sind unsere Themen. Nationaler Sammeltag von der Glückskette. Hohe Investitionen von allen Schriederalbonen und Heimsieg vom EHC Fischbe. Am Freitag war der Nationale Sammeltag von der Glückskette. Die Schweiz hat ihre Solidarität gegenüber den Betroffenen von Naturkatastrophen in Südostasien zeichnen. Gesammelt hat man vor allem für die Betroffenen vom Taifun auf den Philippinen. Dazu haben wir euch für die Hinterbliebenen vom Erdbeben in Indonesien oder dann von Überschwemmungen in Indien gesammelt. RRO hat den Nationalen Sammeltag mit verschiedenen Radiobeiträgen unterstützt. Im Geschäftsjahr 2008-2009 haben die Aletsch Schriederalbahnen 2,6 Millionen Franken investiert. Leute im Albert Bass, im Verwaltungsratspräsident von Aletsch Riederalbahnen, von der AG unter anderem euch, hat man das Geld vor allem für neue Beschleunigungsanlagen und neue Sesselbahnhof Lue und unter anderem noch die Infrastruktur gebraucht. Weiter hat man bekannt gegeben, dass man die Investitionen aus dem erarbeiteten Cashflow von rund 3,2 Millionen finanzieren kann. Die Sportbahn Bellwald Goms AG hat im Sommer 2008 einen Umsatz von 188'000 Franken gemacht. Laut dem Geschäftsführer Frederik Baumann will man euch im nächsten Jahr erfolgreich sein. Darauf planen wir unter anderem das Angebot auf der Alpur Riechinen weiter auszubauen. Die Koordination von islamischen Organisationen in der Schweiz hat wenig Verständnis für die Anti-Minaret-Initiative. Wenn es um eine politische Auseinandersetzung geht, dann müssen die Plakate frei sein, weil es ein Teil des Abstimmungskampfs sei. Aber hier haben es Grenzen, die überschritten sind, dass man die Gegenseite beleidigt haben. Die Stiftung Emera feiert am Samstag ihr 70-Jahr-Jubiläum. Das ist Grund genug, für dass wir die Stiftung mal ein bisschen näher anschauen. Das ist ein Beitrag von der Helena Folger. Die Lebensqualität von körperlich, geistig und psychisch behinderten Menschen zu verbessern, das ist das grosse Ziel der Stiftung Emera. Aber auch die Autonomie und soziale Integration der Betroffenen zu fördern. Angefangen hat die Geschichte von der Emera vor 70 Jahren im Unterwallis. Ja, also Emera ist eigentlich im Unterwallis entstanden vor 70 Jahren. Und das ist aus der Initiative vom Spital Malevo dazumal, was gemerkt hat, dass die Patienten nach einem Spitalaufenthalt einfach halt, wenn sie zurück nach Hause sind gegangen, einfach dann ein bisschen alleine waren und haben sie einfach gefunden, da müsste einfach halt etwas entstehen, was die Leute einfach nach einem Spitalaufenthalt einfach helfen kann. Seit den ersten Schritten auf diesem Gebiet hat sich bei der Emera aber viel geändert. Heute sind es über 97 Personen, die in einer betreuten Wohnheimgruppe leben. Ein Teil davon schafft zudem im Werkatelier Tilia. Also zurzeit haben wir 1400%ige Plätze und wir haben 25 Personen, die Vollzeit oder Teilzeit bei uns kommen und arbeiten. Aber wer kommt da arbeiten, sind vor allem Leute, die psychisch krank sind, die zum Teil eine IFA-Rente haben oder die einfach über längere Zeit einfach arbeitsunfähig sind. Es sind allerlei Krankheitsbilder, die man da bei uns trifft. Es können Schizophrenie sein, es kann Persönlichkeitsstörungen sein, es kann auch Depression sein. Es können auch Leute sein, die einfach halt eine Suchterkrankung hatten. Im Werkatelier von der Stiftung legt man aber nicht nur Wert auf die Arbeit der Teilnehmenden. Im Zentrum steht auch hier, dass sich alle wohlfühlen. Der Gemeinschaftssieder spürt man einen Projekt, in dem sich alle Teilnehmenden mit verschiedenen Themen beschäftigen. Das ist ein Bild, das wir vor längerer Zeit gemacht haben. Da war das Thema Hände. Es ging darum, uns ein bisschen die Hände wahrzunehmen. Was machen wir alles mit den Händen? Der Ausdruck der Hände. Eine gute Betreuung ist das A und O. Gott, wenn man sieht, dass jeder zweite Mensch im Verlauf des Lebens an einer psychischen Krankheit leidet. Und wie der griechische Name Emera schon sagt, bringt die Stiftung Licht und Wärme, aber auch Veränderung ins Leben der Betroffenen. Weil einfach halt psychische Krankheit und Stress sich einfach halt nicht gut. Das harmoniert nicht. Zum Sport. Der EHC Fischb gewinnt am Donnerstag am Abend sein Heimspiel gegen den EHC Basel mit 8:2. In der Tabelle liegen die Oberwalliser momentan auf dem zweiten Platz, ein Punkt hinter dem HC Sider Sanivier.
Aprilwetter im Oberwallis. Die Bezeichnung ist definitiv nicht ganz falsch. Ob es aber euch ein Aprilwochenende gibt, das klären wir jetzt im ausführlichen Walliswetter. Am Morgen hat es noch in der einen oder anderen Region Sonnenstrahlen gegeben. Die haben sich am Nachmittag aber verabschiedet, dann ist dann definitiv bewölkt gekommen, wie wir sie gerade flott an einem Beispiel von der Wetterkamera zu Greco gesehen. Heute Samstag startet noch mit ein paar einzelnen Sonnenstrahlen, die sich dann im Verlauf des Tages mehr und mehr auflösen. Alles in allem kommt es mehrheitlich bewölkt am Samstag. Die Wolken drücken euch die Temperaturen ein bisschen zurück, sodass wir das erste Mal nach langem wieder Temperaturen im einstelligen Bereich im Oberwallis messen. Zastal bekommt 7 Grad, Zimplon-Region 9 Grad. Im Rhonetal gibt es mehr als 17 bis 18 Grad, vermutlich nicht. Zermatt, Greco, Zgoms, Leukerbad oder euch Lätschen könnt ihr euch auf 11 bis 12 Grad einstellen. Die Temperaturen die gehen dann in den nächsten Tagen nur mal ein bisschen zurück. Der Herbst gewinnt so also an Oberhand, Wolken und Regen wechseln sich mit der Sonne nun immer wieder ab. So viel von Nachrichten auf Tele Oberwallis. Flott habt ihr zugeschaut, wie ein schönes Wochenende.